Erstens schweigen. Sie erzählen nicht. Nein, sie reden nicht und treten auch nicht vor die Kamera. Sie halten sich aus dem Bild raus angestrengt. Sie sagen, ihr Unternehmen gebe doch nicht 1 Million Euro für eine Werbekampagne aus, die einen Satz von mir zunichte macht. Sie sagen, sie dürften nicht. Die Verschwiegenheitsklauseln, die Loyalität zum Arbeitgeber, die Verkürzung, die von mir zu erwarten wäre. Als ich im vorletzten Jahr meinen Dokumentarfilm über Risikomanagement plante, bekam ich viele Absagen. Es gab einen regelrechten Eiertanz, vor allem im Energiesektor, mit den Betreibern von Kernkraftwerken. Unser Filmplan musste andauernd geändert werden und die eigentlich zu erzählende Geschichte des Films wäre die über Drehorte, die nicht geklappt haben. Tschernobyl, Fukushima, das Innere des Forschungsreaktors in Sofia, die Kupferminen von Zypern, die im politischen Niemandsland der Demarkationszone zwischen Türkei und Griechenland liegen. Ich war so mit diesem Eiertanz beschäftigt, dass ich danach bei einer Vorführung von Carmen Losmanns Work Hard, Play Hard über neue Arbeitswelten in Großunternehmen nur daran denken konnte, wen sie alles nicht gekriegt hatte und wo sie alles nicht drehen durfte. Im Gespräch danach gab sie mir lachend recht. Es sei verdammt schwierig gewesen. Wir machen keine Presse jenseits der, die wir bezahlen. Habe man zu ihr gesagt, das sei ganz arglos und straight gekommen, als wäre es das Normalste der Welt. Und ist mittlerweile wohl das Normalste, fiel mir auf, als ich ein wenig später einen kleinen Vertrag bei den Wiener Festwochen unterschreiben sollte. Er beinhaltete nämlich eine Verschwiegenheitsklausel, als fürchteten die Festwochen sich andauernd vor Reputationsschäden. In jedem Uni-Vertrag stehe das mittlerweile drin, erklärten mir befreundete Wissenschaftler. Kurzer Gegencheck, ist das so? Was unterschreiben Sie hier im Raum? Sie alle still sein müssen? Nicht? Das ist sogar ein zögerliches, okay. Ach so, also, alle haben es mitbekommen, so schaut's aus. Ich finde das schon krass, weil das ist irgendwie etwas, was überall jetzt mittlerweile so um sich greift. Insofern sagen sie nichts, sie erzählen nichts, sie schweigen über Arbeitsvorgänge, Unternehmenspolitiken, Abläufe und selbst kleine Alltagsmomente in ihrer Arbeit. Denn was könnte nicht alles dem Unternehmen Schaden zufügen? Man weiß es schließlich nicht. Jede Aussage könnte nicht nur den eigenen Job gefährden, sondern in den richtigen Kontext gesetzt sogar manchmal Millionenklagen nach sich ziehen. Nur was passiert, wenn sich alle dran halten würden? Man stelle sich eine Welt vor, in der niemand mehr etwas öffentlich sagen kann. Soll ich jetzt, wie der Dokumentarfilmregisseur David Bernet in seinem Film über die Datenschutzrichtlinie in Brüssel zu Google sagen, Sie sind sowieso in meinem Film, nicht direkt, aber über die Gerüchte und Erzählungen der anderen. Wollen Sie wirklich diese Dämonisierung? WikiLeaks scheint journalistisch die einzige Antwort zu sein. Whistleblower, die dann unter den massivsten Repressalien zu leiden haben, siehe Edward Snowden. Doch diese Antwort ist weder für Dokumentarfilmemacher noch für Schriftsteller befriedigend. Sie verunmöglichen eine tiefere Analyse. Zweitens, drinnen oder draußen. Vom Katastrophensoziologen Lars Clausen wurde mir geraten, die alten Hasen aufzusuchen, die eben Pensionierten, die nichts zu verlieren hätten. In Anderes Falls Theaterstück über die Finanzaristokratie, das Himbeerreich, sah ich das Ergebnis, das allerdings ebenfalls vor der Inszenierung von Anwälten durchforstet wurde nach den problematischen Stellen. Möchte ich nicht gerade mit Menschen sprechen, die gegenwärtig durch ein Problem durchgehen? Wie kann ich eine Langzeitrecherche mit jemandem machen, der zu Beginn des Gesprächs schon nicht mehr im sogenannten Spielfeld steht? Rufen Sie nicht uns an, wir rufen Sie an, höre ich immer öfter, wie in einer schlechten Mafia-Plotte eine dünne Männerstimme am Telefon sagen. Münchner Rückversicherung, Deutsche Bank, Unilever, Lufthansa. Aber letztendlich ist die Vorstellung eine Chimäre, alle relevanten Menschen zu einem Gespräch zu bekommen. Es wäre zudem schlichtweg nicht zu bewältigen. Und selbst wenn es gelänge, wie schrecklich wäre dies?
Gerade bei den Juristen kann man beobachten, wie sie einen Abschließungsdiskurs betreiben und alle Fäden in der Hand zu halten versuchen, was ihre Arbeit zu den unästhetischsten Angelegenheiten macht, die es wohl gibt. Als literarische Lösung unbrauchbar. Was machen wir mit den Nichtgesprächen, dem Schweigen, dem Nichterzählen, dem Stocken des Informationsflusses, dem Fake-Gespräch, dem Vorgetäuschten, all den falschen Informationen, die um uns herum geistern? Die breite Tradition der Hermetik hilft uns hier auch nicht weiter, oder doch? Peter Waterhouses Roman Krieg und Welt hat beispielsweise eine Fülle von Verschwiegenheitserzählungen gebracht. Das ist der Roman, wo er sich mit seinem Vater beschäftigt, der als britischer Geheimdienstoffizier natürlich zu Hause nicht erzählen konnte, was er macht, und er immer in diesem Verschwiegenheitserzählung des Vaters quasi aufgewachsen ist, und da setzt er sich damit auseinander. Also sein Roman hat beispielsweise eine Fülle von Verschwiegenheitserzählungen gebracht, von Verschwundenem und dem ganzen Negationszirkus. Die keine mehr Soldaten im Häuschen gesellen sich zu dem englischen nicht mehr reden zwischen den Zäunen und zu den seltsamen Verschlüsselungen. Das Redeverbot des Geheimdienstvaters hat eine Poetologie der semantischen Verschiebung der Informationsnegation entstehen lassen, die den lauernden Gesprächsabbruch, die Geheimniswelt und den Nichtkontakt auf die Bühne heben. Drittens, sie reden. Und doch leben wir nicht in einer Welt, in der alle schweigen. Sie reden nicht, kann ich als Schriftstellerin nun gar nicht gerade sagen. Sicher, ich habe Vorteile gegenüber den Journalisten und Dokumentarfilmemachern. Die meisten sind sehr bereit, mündlich Auskunft zu geben, solange sie nicht zu identifizieren sind. Ob es sich um Unternehmensberater, Simultandolmetscher, Sozialpädagogen und Fluggesellschaftsbetreiber handelt. Es herrscht geradezu ein Rededrang, solange es sich auf einem künstlerischen Feld abspielt, was so viel heißt wie vage nicht zu erkennen. Solange niemand vom eigenen Unternehmen zu führenden Gespräch wissen kann. Und dann steht dieser Rededrang sofort im Raum, den ich anfangs nicht zuordnen konnte, der mich nur überrascht hat. Heute weiß ich, dieser Rededrang wird nahezu produziert. Er gehört zum Selbstmanagement, das heißt zum Selbstentwurf, den jeder produzieren muss, zum Selbstverkauf. Vielleicht auch ein wenig ein Selbstrechtfertigungszwang, der zu jener gouvernementalen Struktur gehört, die ich gestern mit Foucault umrissen habe. Also jene Regierungsform, die das neoliberale Regime ausmacht, mit ihrem Zusammenspiel an protestantisch grundierter Verinnerlichung, Ökonomisierung und Biopolitik. Die Beichte, das Seelenheil, das in Gefahr ist, wenn es nicht evaluiert wird. Oder aber ist das Gefühl, endlich mal selbst gemeint zu sein, jenseits der eigenen Funktion im Unternehmen vorherrschend, obwohl ich die Person gerade deswegen angesprochen habe. Es bleibt paradox. Vielleicht ist das Gespräch mit einer Schriftstellerin eine letzte kleine Schlupflücke, da ich sowohl an konkreter persönlicher Erfahrung interessiert scheine, als auch diese gleichzeitig durch ihre Ästhetisierung verallgemeinere. Vielleicht entsteht auch gerade durch die Abschottungspolitik der Unternehmen ein Rededruck. Klar ist, ich könnte mir nie zusammenreimen, was ich an Mischung aus Ideologie, rhetorischer Positionierung und fachspezifischen Denkmuster erhalte. Und darüber hinaus noch etwas, das schriftstellerisch am allerwertvollsten ist. Meine Reaktion. Etwas, das die schriftstellerische Imagination überhaupt erst hervorruft, beziehungsweise meine Fantasie erst hervorbringt. Was zur Folge hat, dass die oft scheiternde Gesprächsführung ein Teil des ästhetischen Prozesses ist und nicht etwa dessen Vorbau oder Anhängsel. Und zu guter Letzt bin ich in der Recherche selbst enthalten, wie der Schriftsteller Hubert Fichte in seinen ethnografischen Texten so großartig verdeutlicht hat. Im kleinen Hauptbahnhof oder Lob des Strichs schreibt er sogar, beim Interjun gibt es einen Moment, da ist es stärker als du. Du schreibst ein Interview nicht selbst, es wird mit dir gemacht. Zitat Ende. Die Vorstellung des dokumentarischen Arbeitens, es sei Ziel, ein Fenster zur Welt aufzumachen oder etwas zu zeigen, wird von ihm ad absurdum geführt. Literarische Texte, sogar ein Interviewroman, wie ihn Hubert Fichte mit Wolle Köhler gemacht hat, sind ebenso Texte über den Autor selbst, wie über den anderen, den Gesprächspartner, das Sujet, das Thema, wie sie wollen. Sie sind in einer schrägen Art Autobiografie, der durch die starke ästhetische Gestaltung zu einer Art Nichtort wird.
Erste Zeitreise. Hubert Fichte, Jahrgang 1935, kann als wichtigster Vertreter der ersten und ungleich spannendsten Pop-Generation gelten, zu der auch Elfriede Jelinek und Rolf-Dieter Brinkmann zu zählen sind. Grob geschätzt schrieb der Hamburger Schriftsteller um die 40, 50 Bücher, er lebte in 20 Ländern und der inhaltliche Kern bzw. die Motivation seines Werkes könnte man den Synkretismus nennen, also das, was man wörterbuchmäßig als die Vermischung von religiösen Praktiken bezeichnen würde, obwohl das nur einen Teil der inhaltlichen und formalen Bedeutung des Begriffs für Fichte trifft. Synkretismus ist eben nicht nur Voodoo, das kann auch ein aus Hamburg stammender jüdischer Halbweise sein, der in den 40ern des 20. Jahrhunderts in einem katholischen Internat in Bayern landet. Das kann auch Barock Hans-Henny Jahn sein, der sich auf einer Bühne mit Sartre kreuzt. Das kann auch Brasilien der 70er Jahre sein, das quer zu einer deutschen Nachkriegspubertät liegt. Bekannt wurde Hubert Fichte allerdings durch seine Funktion als deutscher Popautor erster Stunde, Verfasser des 1968 erschienenen Bestsellers Die Palette, des ersten Romans über ein Szenelokal Anfang der 60er, als es noch keine Szenelokale gegeben hat, sondern nur Orte, in denen sich alle schrägen Vögel trafen, vom transvestitischen Stricher bis zum Fensterputzer Karl. Und hier wollte ich meinen ersten Ausschnitt präsentieren, die Lesung aus dem Star Club. Das war so ein ganz legendärer Auftritt in einem Beatschuppen in Hamburg, ich glaube eben auch 1968. Ich hatte davon ein Video, das wäre super toll gewesen, aber es ist auf Video gewesen und ist verschollen in meiner Video. Ich habe irgendwann die Videos irgendwo hingeparkt und finde sie nicht mehr. Insofern jetzt eine akustische Probe. Genau, Star Club Lesung von Hubert Fichte. Um einen Eindruck zu bekommen, wie er performt und aber auch, was das für Literatur ist. Falls Hubert Fichte hier im Raum noch nicht bekannt ist, leider ist das relativ oft der Fall, wenn ich auftrete. Weiß nicht, Test, wer kennt Hubert Fichte? Ah doch. Super Uni. Das ist richtig, okay. Es war der Sound, die Sprache von Hubert Fichtes Texten, die mich zuallererst faszinierte. Sowas hatte ich vorher noch nicht gelesen. Jener barocke und zugleich verknappte Duktus, jene protestantisch-ehrliche Selbstschau, die sich selbst in wunderbar gefächerten, gegenläufigen Sichtbarkeitsverhältnissen organisiert. Ein Schreiben in Schichten, dem ein topografisches Modell von Gesellschaft und Geschichte innewohnt, wie jenes berühmte Zitat aus Fichtes Roman Versuch über die Pubertät, Schichten statt Geschichten, klar herausstellt. Ein Konzept von Literatur, in dem das Disparate, aber keinesfalls als marxistisch widersprüchlich aufzulösende, sich in einem Raum nebeneinander befinden kann und einen neuen Typus an Realismus erzeugt. Ein Schreiben, das Journalismus und Poesie kreuzt, das in merkwürdigen Romanarchitekturen organisiert ist, die einen Sog hervorbringt, der mich mehrere Monate komplett im Fichte-Universum verschwinden ließ. Nicht zu vergessen, dass es stets um elementare Fragen geht, Identität und Überlebenskunst. Zitat, ich interessiere mich nicht touristisch für die Toten, sondern für das Auseinanderfallen des Bildes, das mich ausmacht. Dem Versuch über die Pubertät, wird sein alter Ego Jackie in der brasilianischen Morgue dem Leichenschauhaus sagen. Ich könnte jetzt eine halbe Stunde lang über Hubert Fichte referieren, über seinen Roman Versuch über die Pubertät oder Explosion, die ineinander verschachtelt sind, über seinen Roman Fleuf, seinem Riesenroman in 19 Bänden angelegt, Geschichte der Empfindlichkeit, oder über den schon erwähnten Interview-Roman Wolle Indienfahrer, aber ich werde mich heute auf einen Aspekt konzentrieren, sein Verhältnis zum Gespräch, zur Mündlichkeit und Schriftlichkeit. Seine Bücher sind voller Gespräche und Gesprächsarchitekturen. Es gibt nicht nur das gelungene Interview, es gibt den Gesprächsverzicht, es gibt das zaghafte Gespräch und das Gespräch mit Verhörcharakter, Gestapo-Methoden, wird es in Detlefs-Imitationen Grünspan heißen. Es gibt die Gesprächsaufgabe und den Gesprächsbeginn, der abstürzt oder das Gespräch, das sich umdreht. Es gibt den Balztanz um das Gespräch herum, wie es Fichte mit dem Zuhälter und Kunstsammler Wolli Köhler zum Beispiel im Hamburg Hauptbahnhof Register aufführt. Und mit wem er alles gesprochen hat. Alleine der Interviewroman Wolli Indienfahrer mit eben jenem Wolli und einigen Prostituierten führt in eine Welt, die uns trotz vermeintlicher heutiger Offenheit
und 24 Stunden Reality-Soaps ferner denn je ist. Und jetzt habe ich ein Hörbeispiel. Dieser Roman, Teile dieses Romans wurden bei Supposé als, also die kann man quasi sich anhören, die hat er fürs Radio nochmal aufgenommen. Ich sage nochmal, weil es klingt ein bisschen teilweise wie reinszeniert. Man merkt, er spricht mit seinen, also er hat da mit Wolli Köhler gesprochen und mit, ich glaube, es sind vier oder fünf Prostituierten noch, Uli, Linda, ich weiß schon gar nicht mal die ganzen Namen, aber und hat mit denen Interviews gemacht und die arbeiteten alle an einem Ort, den Wolli Köhler geleitet hat. Das ist so ein bisschen so ein sozialistisches Modell von Freudenhaus gewesen in Hamburg, also so ein bisschen der Versuch, das anders zu organisieren, eben privatwirtschaftlich. Und man merkt, wenn man das hört, oder das hat mich am Anfang wahnsinnig erstaunt, also wenn ich Gespräche führe mit Interviewpartnern, gibt es eine wahnsinnig lange Suche erstmal, dass man auf einer Höhe ist, dass man miteinander redet. Und bei ihm merkt man sofort, er kennt seine Leute wahnsinnig gut und er macht dieses Gespräch im Grunde, performt er es. Und irgendwo habe ich dann auch gelesen, dass er mit Wolli dann ein Gespräch extra nochmal fürs Radio nochmal performt hat, dass er es eben so aufgenommen hat. Ist auch ganz interessant, so, also dieses... Frage nach der Authentizität. Ah ja, hier haben wir ja Uli, Wolli, Sandra, Johnny und Wolli 2. Aber ich werde jetzt mal Wolli 1. Ich habe mich für das Kiffer-Interview entschieden. Wer es nochmal nachhören will, auf Supposé, also im Verlag Supposé, Interviews aus dem Palais d'Amour heißt der Titel der CD. Kann man also nachhören oder man kann es nachlesen im Wolli Indienfahrer in dem Buch von Hubert Fichte. Fische hat ja, glaube ich, sogar den auch, bin mir nicht ganz sicher, aber die haben alles eigentlich wieder auf in Taschenbüchern erhältlich gemacht. In Explosion finden wir ein Gespräch mit Salvador Allende, in dem ein Nichtgespräch mit Jorge Luis Borges steckt und aufgeht in einem Gespräch mit Allendes Mitarbeiter Jahre nach dem Attentat. Eine Art derridasche Dekonstruktion des Gesprächs könnte man kühn formulieren. Fichte hat Jean Genet genauso interviewt wie den jugendlichen Schwerverbrecher, er tat dies allerdings auf unterschiedliche Weise. Die Erfahrungsebene überließ er ganz den gesellschaftlich randständigen Schwächeren, die Berühmten konfrontierte er eher mit politischen Realitäten, Konzepten, mit Fragen nach der Revolution und besserer Gesellschaft, natürlich ganz zeitgemäß. Er war sich der Machtebene in einem Gespräch höchst bewusst. Warum komme ich jetzt mit meinen Entscheidern daher und interessiere mich für deren Erfahrungsebene? Bin ich da nicht eine Schweine-Neoliberale? Dazu später. Viertens, Zensur und Subjekt. Zurück im Jahr 2014 stelle ich dem Produktionsdramaturgen des Himbeerreichs, Jörg Bocho, erstmal die Frage, was denn durch die Zensur weggefallen sei. Also es geht nochmal um dieses Theaterstück von Andres Feil, wo eben Juristen dann die Interviews von den Bankern nochmal durchgeackert haben und eben Sachen rausgestrichen haben. Explizitheiten, schöne konkrete Details, intern bekannte Eigenheiten von Personen. Ach, es sei eben verwaschener geworden, gab er bedauernd bekannt. Denn gerade die Details und Eigenheiten machten den Herrschaftsraum der Finanzaristokratie erst plastisch. Ob das nicht die schriftstellerische Fantasie wettmachen könne, möchten Sie jetzt einwenden? Nein. Details zu einer Erzählung dazu zu erfinden, ist praktisch unmöglich. Besonders um Lücken zu schließen. Es würde sofort auffallen. Warum? Interessanterweise setzt die Fantasie, das sogenannte Fiktive, immer beim Ganzen an und legt nicht erst bei den Details los. Beziehungsweise sie braucht einen Zusammenhang. Fiktion als Ornament ist eine üble, allerdings weit verbreitete Vorstellung über dokumentarisches Arbeiten. Ja, der Anonymisierungsvorgang ist heikel, jedoch ein ethisches Gebot, erzählt auch Carmen Losmann, wie sie andauernd in einen Konflikt geriet. Sie komme damit nicht klar, wie man seine Gesprächspartner doch immer für eigene ästhetische Zwecke benutzt. Während des Drehs halte man den Ball flach, das Tor werde dann im Schnitt geworfen, im übertragenen Sinn. Spontan finde ich mich in ihrem Skrupel wieder, doch betrifft er mehr meine filmische Arbeit. Kaum einer, der sich für einen Roman zur Verfügung stellt, wird davon ausgehen, nicht verfälscht zu werden. Das heißt, wird keine überraschende Verfälschung erwarten, es sei denn, es handelt sich um einen Schlüsselroman oder ein Porträt. Hubert Fichte hatte dieses Problem nicht mehr.
nicht, hatte das Problem nicht mehr, dass Hans Eppendorfer alias der Ledermann Autorenrechte beanspruchte oder Wolli Köhler nachträglich das Interviewbuch mit kursiv gesetzten Kommentaren versah. Dennoch, mich erstaunt die völlige Offenheit und juristisch relative Unkompliziertheit, der sich Hubert Fichte gegenüber sah. Heute ist es komplizierter geworden. Ja, kommen wir zurück zu mir und meinen Entscheidern. Mit wem spreche ich überhaupt? Mit den Agenten einer neoliberalen Agenda? Ist es eine Identifikation mit dem Bösen? Ich spreche seltener mit den sogenannten Opfern der Gesellschaft, habe höchsten Respekt vor der Gefahr, in Sozialvoyeurismus zu verfallen, eine sekundäre Viktimisierung zu betreiben. Umgekehrt mache ich durch meinen Ansatz der Analyse der Macht, durch meine Nichtbeziehung zu den Mächtigen etwas sichtbar, das ohnehin thematisiert wird. Ich verstärke, korrigiere das Bild der Machthaber, die natürlich nicht wirklich die Macht besitzen, was man ja nicht kann, laut Foucault. Also mit wem spreche ich? Leuten, die sich in irgendeiner Weise als Entscheider fühlen. Aber warum? Weil uns die Gesellschaft, in der wir leben, mit all ihrem Aktivierungs-, Empowerment- und Evaluationswahnsinn suggeriert, wir seien das ebenfalls. Weil wir Pseudo-Entscheider sind und auf die vermutlich wahren Entscheider wie hypnotisiert glotzen. Weil ich wissen will, wie Macht heute funktioniert und was das mit diesem Redezwang zu tun hat. Aber wie bin ich dazu gekommen? Hubert Fichtes Texte haben mich 1998, 99 regelrecht umgehauen. Ich war dabei, mit dem Internetradio und Kunstkollektiv Convex TV Radio zu machen, Interviewformate zu ergründen, was damals in der Literaturszene nach einer Art 90er-Jahre-Restaurationszeit wieder als V.A. zu bezeichnen war. Projekte wie Ingo Nirmanns Minusvisionen kamen auch erst 2003 raus. Ich wollte nicht in meinem eigenen Szenesaft köcheln, suchte nach einer Möglichkeit, mich mehr ins Verhältnis zu dem zu setzen, was andere gesellschaftlich bedeutendere Erfahrungsräume ausmachte. Die späten 90er sahen ganz schön anders aus als die 70er. Das neoliberale Paradigma hat sich voll durchgesetzt. Die Gegenwart war voller Management und auseinandergehenden Verbindlichkeiten. Der Einzelne ist auf sich gestellt und wird langsam enteignet. Hatte Fichte das Problem vermeintlich deviante Abseitige zum Sprechen zu bringen und suchte nach einer Wahrhaftigkeit darin, bin ich umgeben vom Selbstdarstellungszwang der meisten, von der Wut der Selbstauskunft. Ich bringe jetzt mal als ein Beispiel von mir selbst aus dem Hörspiel Wir schlafen nicht. Das ist ein Einstieg. Wir schlafen nicht war der Roman, das wurde ja gestern auch schon erwähnt, in dem es um die Unternehmensberater geht. Spielt auf einer Messe. Kam 2004 raus. So, jetzt mal wieder gleich. Und da war das ab. Wir schlafen nicht, begann ich im Grunde im Anschluss an meine Fichte-Lektüre und inmitten meines Internetkollektivs, das in Zeiten der New Economy und New Media sich zusehends mehr um diesen Aufbruch kümmerte, sowie selbst an manchem Goldrausch beteiligt war. Ich begegnete irgendwann der Welt der Beratung, einer Gesprächsform, die gleichbedeutend an Furor mit der Selbstauskunft ist. Wir leben, so sagt auch das Glossar der Gegenwart, das ich gestern schon erwähnt habe, in einer Beratungsgesellschaft. Über die Beratung kann man dort lesen, mal ein kurzes Zitat. Jeder und jede gilt als beratungsbedürftig und verbesserungsfähig. Optimierungsbedarf ist so normal wie die Normalität optimierungsbedürftig. Dass die Optimierung der Situation durch Selbstveränderung erreicht werden kann, ist dabei die Grundannahme, die jede Beratung organisiert. Allerdings, mit der Erosion verbindlicher Werte hat sich auch die Form des Ratgebens verändert. Wir fänden heute nicht normative Beratung, sondern eher indirekte Formen, das Suggerieren einer neutralen Position des Beraters von außen. War für mich auch sehr wichtig, ist auch das, wie die Unternehmensberater arbeiten. Sie kommen in ein Unternehmen rein und tun so, als wären sie neutrale Beobachter von außen, die sagen, sich nicht einmischen, aber natürlich tun sie das massiv. Das ist so das Spiel, das da getrieben wird. Und das ist dann für die Erzählstruktur sehr wichtig geworden. Wir fänden heute nicht normative Beratung, sondern eher indirekte Formen, das Suggerieren einer neutralen Position des Beraters von außen. Man tut so, als würde man eben keine Entscheidung treffen, sondern mal nur so beratend einwirken. Nicht zu übersehen sei die Normalisierungsfunktion der Beratung, also auf Linie bringen und es direkt zu sagen. Da ist es natürlich nicht erstaunlich, dass, ob Politiker, Managerin oder Beziehungspartner, nichts verwerflicher klinge als Beratungsresistenz.
Beratungsresistent ist eines der neuen Schimpfwörter unserer Zeit. Es gehört zum heutigen Imperativ, sich einer Beratung zugänglich zu zeigen und einem Projekt der Selbst- und Firmenoptimierung teilzuhaben. Also das soweit zur Beratung. Das alles gibt einen ziemlichen Einblick in die allgemeine Bedeutung der Beratungsverhältnisse, die ganz konkret im Unternehmen natürlich ihre eigenen Instrumente und Technologien entwickelt haben. Beratung ist in Unternehmen und im gesellschaftlichen Raum hauptsächlich eine Machttechnologie, die hilft, bei Verteilungskämpfen zu gewinnen. Als ich mich meinem Sujet zuwandte, hatte die Unternehmensberatung längst ihren hegemonialen Siegeszug angetreten und ich habe aus ihr eine Art Gespenstergeschichte gemacht oder besser gesagt Zombie-Story. Ich mache jetzt noch ein kleines Beispiel aus dem Ende, der nicht ganz Ende, aber das Zombie-Gefühl noch, auch nochmal hier rüberzubringen. Wer spricht im Text noch mit wem? Wer ist der streng genommene Interviewpartner? Wer wird von wem beim Reden beobachtet? Wessen Mündlichkeit bleibt im Raum, wenn ich die indirekte Rede den Konjunktiv einbringe? Also wer zitiert hier wen und hört wer zu? Wer suggeriert hier Neutralität, eine Außenposition und wer will gehört werden? Was will sich überhaupt ständig Gehör verschaffen, weil ich Monster? Von Anfang an hat mich an diesem Stoff die akustische Welt interessiert, denn das Unheimliche, nicht ganz zu fassende, sitzt im Hörraum. Und auch das gehört werden wollen ist im Großen und Ganzen ein immens unbewusst verlaufender Prozess, der mächtigen Anteil an unserer Identitätsbildung hat. Fünftens, Grundstrom an Mündlichkeit. Niemand kann ernsthaft behaupten, wir lebten in einer vorwiegend schriftlichen Gesellschaft, auch wenn das Schriftliche sozusagen den offiziellen Rahmen abgibt und vordergründig regiert. Zu erwähnen wären nicht nur die berühmten Hinterzimmergespräche, die ausschlaggebend für jede politische Konferenz angeblich sind, auch das permanente Networking und über Social Events jenseits der digitalen Social Networks, die ja im Grunde permanent den Duktus der Mündlichkeit in die Schrift transportieren. Es durchdringen sich die medialen Räume heute mehr, als uns klar ist. Sprich, die audiovisuellen und restmündlichen Bestandteile des Flows sind allgegenwärtig und triumphieren mehr und mehr über die sogenannten festen Kodierungen. Die vielen über ihren Apparat gebeugten Menschen, die Smartphone-User, die Gary Steingart in Super Sad True Love Story beschrieben hat, arbeiten unermüdlich daran, ständig die Sphären zu vermischen und eine stete Gegenwartskultur zu etablieren. Denn Mündlichkeit verbindet sich logischerweise mit Präsenz. Sie suggeriert Dabeisein, während Schriftlichkeit meist Historizität ausstrahlt. Nicht zu vergessen die Blogkultur, die Kommentarfunktion aller möglichen Websites, die die Dimension der Bezüglichkeit verkehrt hat. Also Bezüglichkeit, also das Kommentar wird quasi zum permanenten Hauptstatement. Und nicht zuletzt spielen die negativen Seiten der Mündlichkeit, die Logik des Gerüchts und des Tratsches, wie von Dave Eggers in seiner Dystopie The Circle, die jetzt gerade vor ein paar Monaten rauskam hier, hierzulande, wunderbar beschrieben wurde, eine unangenehme politische Rolle. Alleine die spontanen und kurzlebigsten Bewertungen von allem und jedem im Netz werden durch ihre Quantifizierbarkeit zur gefährlichen Waffe der Kontrolle. Die Masse ist kein Versteck mehr heute und Mündlichkeit nicht mehr ein Hinterzimmergeschäft. Ich zitiere jetzt mal aus Dave Eggers, The Circle, wo das mal ziemlich plastisch wird. Ich weiß nicht, ob im Raum jemand das gelesen hat, The Circle ist so eine Dystopie, eine Dystopie, wo es um ein Unternehmen geht. Man könnte sagen, es ist wie Google, Amazon, Facebook zusammen, noch mit einer Bank zusammengehen. Zu einem Mega-Unternehmen und die Protagonistin, deren Werdegang da beschrieben wird in dem Buch, die heißt May und die kommt in dieses Unternehmen und versucht sich da auch anzupassen, einzupassen. Und ich habe so eine kleine Stelle jetzt hier raus, was im Grunde ist es eine Gegenwartsbeschreibung, finde ich, ist es gar nicht so dystopisch, sondern ist hier, die das aufzeigt, diese eben ständige Kommentar- und Bewertungsgeschichte. May sah auf die Uhr. Es war 6. Sie hatte noch jede Menge Stunden, um sich zu verbessern, auf der Stelle. Und zugleich stürzte sie sich in hektische Aktivität, verschickte 4 Zings und 32 Kommentare und 88 Smiles. Binnen einer Stunde stieg ihr Party-Rank auf 7.288.
Die 7000 zu knacken war schwieriger, doch um 8 Uhr hatte sie es geschafft, nachdem sie sich 11 Diskussionsgruppen angeschlossen und darin gepostet hatte, weitere 12 Zings verschickt hatte, darunter einen, der in der Stunde global unter den Top 5000 geratet wurde und sich bei weiteren 67 Feeds registriert hatte. Sie war bei 6872 und wandte sich ihrem Inner Circle Social Feed zu. Sie war ein paar hundert Posts im Hintertreffen und sie ackerte sich durch, indem sie auf rund 70 Nachrichten antwortete, auf 11 Einladungen zu Campus-Events reagierte, 9 Petitionen unterzeichnete und zu 4 Produkten, die derzeit in der Beta-Version getestet wurden, Kommentare und konstruktive Kritik lieferte. Ich finde, das ist, zeigt ganz gut in diese Welt des ständigen Bewertens, ständig Kommentierens, wo eben auch Mündlichkeit auf eine ganz verschobene Funktion plötzlich bekommt. Also da wird ja auch immer sozusagen, fließt damit rein. Sechstens, dabei sein. So muss man sich bei all den Gesprächsformaten, all den Online-Welten immer mehr die Frage stellen, ob man wirklich dabei war. Man täuscht sich ja meistens über sein eigenes Dabeisein. Ich bin schon alleine bei meinen literarischen Gesprächen meist eher nicht dabei, eher nicht so konzentriert, wie es sein sollte. Ich bin eher daneben, im Gegenstrom, im anderen Aggregatzustand, im Unverständnis, im irgendwo anderswo. Ich denke noch, ich habe mit diesem oder jenem gesprochen und man hat vielleicht auch wirklich mit diesem und jenem gesprochen, aber vielleicht nicht so wirklich zugehört. Das Zuhören hat man ja delegieren können an das Gerät, das Aufnahmegerät. Das Zuhören ist sozusagen aufgehängt im Nachdenken über die nächste Frage, denn man muss immer ein wenig schneller sein als der andere bei so einem geführten Gespräch. Man darf die Fäden nicht loslassen. Das literarische Gespräch ist nie ein normales Alltagsgespräch. Es ist immer schon ein wenig inszeniert, ist immer schon auf die Schrift hin inszeniert. Es wird ja auch geführt. In der Mündlichkeit des Gesprächs sitzt immer schon ein wenig die Schriftlichkeit, in die es hinein will und in die es über den Umweg der Mündlichkeit auch wieder hineinkommt. Nein, das Bild der Mündlichkeit wandert in die Mündlichkeit hinein, die es in ein Bild der Schriftlichkeit verwandelt oder so ähnlich. Ich weiß, ich habe das erst eine ganze Weile bei anderen Autoren, eben wie Hubert Fichte oder eben Alexander Kluge beobachtet. Zu dem wollte ich jetzt auch in einer kleinen zweiten Zeitreise kommen. Auch der Schriftsteller, Filmemacher, Jurist und Fernsehproduzent Alexander Kluge, Jahrgang 1932, hat bereits mit Gesprächsformaten Furore gemacht. Legendär waren seine Interviewsendungen in den 80er Jahren. Dieses Sprechen in einem leicht in die Abstraktion, ich meine, die Interviewsjahre gibt es bis heute, aber das... Mir kommt vor, man redet heute nicht mehr so viel über Kluges Fernsehgespräche. Ich kann mich noch erinnern, als ich studiert habe in Salzburg, ich habe auch Filmwissenschaft, also habe auch Publizistik, Filmwissenschaft studiert, war Kluge, das war das Ding. Ja? Also sozusagen diese Interviews von dem. Ich glaube, das ist heute nicht mehr ganz so, weil das einfach nicht mehr so singulär vielleicht ist oder auch, ja. Gibt es im Raum Leute, die regelmäßig Kluges Interviews, Sendungen? Nee. Gut, ich zeige dann gleich nochmal ein bisschen was daraus. Genau. Dieses Sprechen in einem leicht in die Abstraktion und Historizität angehobenen Raum. Das 18. Jahrhundert zieht mich an, dachte ich einmal bei einer persönlichen Begegnung mit Kluge, dem Aufklärungskluge, dem Entrückungskluge, der die Lücke lässt, die Öffnung ins Kollektiv Fantastische. Dem dann schon Entscheidungskluge, der Mega-DVD-Produktion angeschoben hat und sich für römische und unrömische Feldherren interessierte. Bei ihm spielte die Fiktionalisierung in die Mündlichkeit hinein. Er mischt den aktuellen mit dem entrückten Ton, was einen oftmals ironisch-grotesken Effekt hat. Da mit seinen Gesprächen im Medium Fernsehen zu Hause hat er ein ganz anderes Problem mit Realismus, als es Hubert Fichte haben konnte. Ich zeige jetzt mal zwei ganz kurze, sehr Interviews, typische Interviews, die ich jetzt auf YouTube rausgesucht habe, zu Kluge. Das Gegenbeispiel noch, er hat neben diesen realen Gesprächen sozusagen auch Gespräche mit Leuten wie Peter Berling, aber auch, wie ich gesehen habe, mit Helge Schneider geführt. In seiner Literatur, in Kluges Literatur, finden wir weniger die Gespräche wieder, mehr die erlebte Rede. Oder knappe Gesprächspassagen, die weniger den spontanen Austausch zweier Gesprächspartner darstellen, sondern eine höchst stilisierte, von literarischen Ausdrücken durchzogene Kommunikation, das lediglich in seiner oft durch hohe Geschwindigkeit bestimmten Duktus an ein Gespräch erinnert.
Vieles, wie die Passagen zum Beispiel ihn, ein Beispiel von Entschlossenheit aus Tür an Tür mit einem anderen Leben, deutet auf eine extrem schriftliche Ebene im Gespräch hin, zum Beispiel Anführungszeichen. Genau, Zitat. Man muss erst eine andere Realität anwählen, um wieder Gelegenheit zu haben, das entschlossene Gesicht zu zeigen. Richtig, wo die Realität unbrauchbar ist, muss man sich eine andere wählen. Ich würde nicht einmal von wählen sprechen, man muss die nehmen, die sich bietet. Also so ist der ganze Text mit lauter Anführungszeichen durchzogen, was man ja eigentlich nicht machen würde im Gespräch. So. Vielleicht heute wir schon, aber ob wir schon so weit gekommen sind, dass wir nur noch so reden. Plötzliche Dialogsprengsel im Text haben eher die Funktion der Beschleunigung, Unterbrechung und Vergegenwärtigung der Erzählung. Etwas, was ich durchaus auch anwenden würde. Es ist im Grunde eine Feature-Technik, die einen dokumentarischen Anschein erweckt, der gleichzeitig von klugen Fiktionalisierungsstrategien unterlaufen wird. Sechstens, Zuhören Teil 1. Ich weiß nicht, ob ich von Kluge das Zuhören gelernt habe. Ich glaube nicht. Ich habe eine andere Art zuzuhören, als Kluge sie hat, der schon immer von Anfang an auf der Höhe seines Gesprächspartners ist, während ich mich da erst hinbewegen muss. Glauben Sie mir, es gibt mindestens so viele Arten zuzuhören, wie es Arten zu sprechen gibt. Doch Zuhören ist gesellschaftlich unterbelichtet. Zuhören ist etwas, das sogar filmisch entfällt. Das heißt, es wird normalerweise ausgeblendet. Zu sehen sind die Sprecher. Es sei denn, man heißt Jean-Luc Godard und macht ein Spätwerk. Zuhören ist anscheinend jener Teil des Gesprächs, der am schwersten fällt, wie mir eine Juristin auf einem Kindergeburtstag plötzlich mitteilte. Sie erlebe es tagtäglich, wie ihre Klienten ihre Geschichten loswerden wollen und selbst gar nicht mehr zuhören können. Sie vertrete Krankenhäuser und man habe nicht den Eindruck, dass diese sich ausdrücken wollen oder dass sie noch überhaupt zuhören können müssten. Und dennoch, das Zuhören hat allerorts gelitten. Und Übungen im Zuhören sind nicht einfach. Ich versuche es seit Jahren und merke, dass ich immer noch Probleme damit habe, wirklich zu erfassen, was mir erzählt wird. Ich müsse mich doch langsam aufs Zuhören zu verstehen, wird mir gesagt, und machte ich doch nichts anderes. Doch die Konjugation des Zuhörens muss noch geschrieben werden. Richtig zuhören konjugiert man nämlich. Man durchläuft ein Singular und eine Pluralform, eine Zeitlichkeit des Zuhörens in jedem Gespräch, die nicht einfach ist. Zu viel Futur steckt meist in ihm. Ja, das Zuhören krankt oft am Futur. Immer will man schon vorwegnehmen, man kürzt ab, wird ungeduldig, glaubt schon zu wissen, worauf der Gesprächspartner hin will. Gewisse Dinge wollen wir nicht mehr hören, doch manchmal werden wir gezwungenermaßen zum Zuhören, wo wir es nicht wollen. Eine nervig laute Stimme im Kaffeehaus, ein Hintergeräusch bestehend aus Baulärm, ein Musikanfall aus dem Stock über uns, eine nervige Ansprache, eine Lüge, die wir uns anhören müssen. Jemand bezichtigt uns, verarscht uns. Gewäsch. Und immer wieder Hintergrundgeräusche, die an Stärke gewinnen und anscheinend den Tinnitus ausgelöst haben, an dem wir leiden, schuld sind an der die Hintergrundgeräusche sind schuld an der Überempfindlichkeitsreaktion. Anyway, wir wissen, etwas kommt auf uns zu. Siebtens, Zuhören Teil 2. Schon bei den Gesprächen setzt das ein. Meine Gesprächspartner reden zwar, aber während sie reden, bin ich nicht ganz sicher, ob ich überhaupt zuhören kann. Das heißt, manchmal mutiere ich sogar zur Weghörerin, wodurch der Sinn eines Gesprächs der ist, dass ich da sitze und sozusagen die offenen Ohren halte, während der andere redet. Vielleicht möchte ich gewisse Machtgesten nicht erleben. Gewisse allglatte Rhetoriken, vielleicht möchte ich unterm Tisch verschwinden. Vielleicht tue ich mir ganz allgemein schwer mit dem Zuhören, weil das Zuhören eine Fähigkeit ist, die ungenügend ausgebildet wird, geht es doch immer ums Sprechen, ums Vorsprechen, ums Aussprechen und ums Absprechen, um Teambesprechungen, Nachreden, Vorreden, seltener und dann nur im juristischen Bereich um Anhörungen. Nicht immer kann ich meinen Gesprächspartnern Recht geben, weil es um andere Dinge die sozusagen objektiv anders sind oder zumindest eine andere, plausiblere Darstellung erfahren haben, muss aber gerade bei verhärteten Fronten äußerst diplomatisch agieren, mit meinen Konfrontationen sparsam umgehen, sonst macht man gegenüber dicht. Wer bin ich überhaupt in diesem Gespräch? Downgegradete Psychotherapeutin, Beichtmutter, lockere Gesprächspartnerin, zu belehrende? Kein gleichwertiges Gegenüber in jedem Fall. Eine Asymmetrie durchzieht unseren Kontakt, selbst wenn ich konfrontativer und im klassischen Sinne befragender auftrete. Achtens, nicht zuhören.
Am allerschlimmsten ist es, wenn ich, wie jetzt eben, an diesem Donnerstagnachmittag um 16 Uhr in dieser Hotellobby das Gefühl habe, dass jemand nur seine Informationen bei mir absetzt, mich nur mit nachlesbaren Sachen versorgt, selbst aber gar nicht anwesend ist. Er will sich einfach nicht anwesend machen und spult nur Oberflächen ab. Ich reagiere meinerseits darauf auch mit Abwesenheit, das heißt mit Weghören, fehlender Konzentration, die er bald schon bemerken wird. Und so üben wir gemeinsam eine sich steigernde Abwesenheit aus, die immer literaturunfähiger wird. Mein Gegenüber wird sich insofern früher als gewollt empfehlen und ich werde ihm nichts entgegensetzen, wenn mir nichts anderes einfällt, wie ich ihn aus der Reserve locken kann. Ich sehe, wie er kurz einen Blick auf seine Uhr wirft. Er hält mich für uninteressiert oder unorganisiert. Ich kann tatsächlich mein Interesse nicht mehr ordnen und muss mir etwas einfallen lassen. Mir fällt aber nichts ein. Schon seinen Vorgänger heute Morgen habe ich kaum ausgehalten, allerdings aus ganz anderen Gründen. Er erzählte mir sehr farbenfroh von seinen Frustrationen in seinem Berufsleben, die ich aber als Zynismus seinen Counterparts gegenüber wahrgenommen habe. Seine Schilderungen wurden unaufrichtig, ja nahezu bösartig im Kontext anderer Berichte. Ich kann ihn nicht ernst nehmen, solange er die anderen nicht ernst nimmt, denen er mit seinem Verhalten schadet. Es klingt wie ein Witz, dass er ausgerechnet der Ethikbeauftragte seines Unternehmens sein soll, und im Gespräch begann er mich bald an jemanden zu erinnern, an den ich nicht mehr denken möchte. Manchmal sind solche Aussetzer der Organisation der Begegnungen geschuldet. Sie liegen zu dicht beieinander, besonders wenn es sich um einen Konfliktstoff handelt, der fern von meinem Wohnort stattfindet und ich geblockt dann auf Leute treffe, wenig Zeit habe und sowieso die ästhetische Arbeit von der Recherche trennen muss. Eine äußerst ungünstige Voraussetzung. Doch Falschinformation, Zurechtbiegen der Fakten, Vorteilsnahmen, Härte, unethisches Verhalten gehören zur Tagesordnung jedes größeren Konflikts, ob es um den Frankfurter Flughafen, die Berliner Baustelle, Stuttgart 21 oder Finanzskandale jeglicher Art handelt. Besonders die Großbaustellen beliefern uns mit sichtbarem Konfliktmaterial. Bürgerinitiativen gegen Großunternehmen, Brüsseler Strategen gegen Lokalpolitiker, Juristen gegen Juristen, Gutachter gegen Gutachter. Mein Irrtum, den objektiven Sachverhalt hören zu wollen, stellte sich wieder besseres Wissen ein. Ein emotionales, moralisches Bedürfnis wie von einem Scheidungskind, das ich nicht einmal bin. Juristen, so wusste ich bald, bräuchten selbst erst einmal ein Dreivierteljahr, um sich in die Konfliktlage einzuarbeiten. Und die Objektivität der Juristen ist ebenso eine Fiktion wie die der Literaten. Der sogenannte Wahrheitsraum ist ein Aushandlungsraum. Und an Aufklärung interessierte Schriftsteller müssen noch viel mehr als Journalisten sich mit der Gestaltung dieser Aushandlung auseinandersetzen. Es gibt also zahlreiche halbe Wahrheiten, die sich in diesem Raum aufhalten. Was davon werde ich vermitteln? Etwas Drittes hoffe ich, um das zu erreichen, also etwas jenseits von Agitprop und dem Wunsch nach einer ideologisch korrekten Aussage. Ich muss Abstand suchen, muss zu einem größeren Bild finden, mit dem dieser Stoff korrespondiert. Korrespondiert er? Jetzt mache ich ein kurzes, die letzten zwei Beispiele kommen jetzt vom Lärmkrieg, und zwar vom Hörspiel das habe ich noch gar nicht hier erwähnt, glaube ich, dass ich eben zu dem Ausbau des Frankfurter Flughafens, auf den, die haben eine dritte Landebahn gebaut, oder eine neue Landebahn, ich glaube die dritte Landebahn, was eine extreme Reaktion in der Bevölkerung zur Folge hatte, weil eben 500.000 Menschen im Rhein-Main-Gebiet mehr verlärmt werden seither. Es gibt 80 Bürgerinitiativen dort in dem Gebiet und gibt einen richtigen Lärmkrieg im wahrsten Sinne des Wortes. Also die Kommunen wehren sich, die Bürger wehren sich, die Konzerne wehren sich wiederum und das Land Hessen profitiert extrem von diesem Flughafen und deswegen gibt es da von der Seite dann auch wieder eine Frontlinie. Und ja, es ist ziemlich komplex, ziemlich groß und da habe ich dann eben auch ein Hörspiel gemacht. Ich hatte eben das Problem, dass es eine extrem verwickelte Geschichte war ich letztendlich zunächst mal hatte ich einen Theaterauftrag zu diesem, also ich habe diesen zuerst einen Theaterauftrag gehabt und dann eben den Stoff dazu gefunden und dachte mir, das ist genau das Richtige fürs Theater. Es war dann relativ schwierig für mich, aus dieser extrem komplexen Konfliktlage
so ein 90-Minuten-Ding für die Bühne rauszuarbeiten, zu dem ich auch also, noch auch den, auch, die Maßgabe hatte, dass es 5 Schauspieler gibt, die dann mitmachen können. Und das ist so ein Stoff, der verlangt eigentlich 20 Leute auf der Bühne. Also es ist halt so. Und ich habe mich da zunächst mal so rangehalten und habe dann auch noch in einem zweiten Schritt, als ich gemerkt habe, es wird jetzt schwierig, habe ich dann nochmal sogar einen literarischen Beistand mir auch ein bisschen geholt von eben Peter Waterhouse mit seinem Krieg und Welt und mit dieser, wie er mit diesen Konfliktlagen seines Vaters umgegangen ist. Und er hat ja was, im Grunde baut er ja so Landschaften, so Sprachlandschaften nach, kann man sagen, Peter Waterhouse. Und geht da wie so ein, nicht Spaziergänger ist zu leidenschaftslos oder Flaneur, weil totaler Käse, aber er bewegt sich durch diese Landschaften. Und ich habe dann, als ich dann dazu kam, das Hörspiel zu machen, kam ich dann dazu, eben auch mir zu sagen, okay, ich muss jetzt ein bisschen ein anderes Verhältnis zum Material, eben wie es, will ich da durchgehen durch dieses Material. Und ich konnte dann für das Hörspiel wirklich ganz viele Stimmen verwenden. Dann bekam es auch eine ganz andere, eine ganz andere, es wurde sozusagen realistischer auf eine Weise, es kam einfach die ganze Wucht mehr. Ja. Also mit den 5 Schauspielern kann man im Grunde nur so Einzelschicksalsproblematiken, die ich dann so auf Diskursdinger clashen. Also es sind 3 Schauspieler, die den Diskurs repräsentieren und 2 so als die Opfer des Ganzen. Und das hat irgendwie, das war zu wenig. Man hätte dann mindestens noch eine andere Front aufmachen müssen. Insofern war ich dann ganz glücklich über das Hörspiel. Ich wollte nochmal eine zweite Stelle dann vorspielen aus dem Hörspiel. Mal kurz. Das war ein. Man muss an diesem Punkt vermutlich die anfangs eingenommene Rechercheperspektive einmal umdrehen und vom Text zurück auf die Welt blicken. Dabei stellt sich die Frage, was für ästhetische Verfahren Namensnennungen sind. Ja, was veranstaltet die Nennung von Angela Merkel, Kassel-Calden, McKinsey auf einer Buchseite? Und was machen Jahreszahlen, Prozentangaben mit ästhetischen Texten? Sind es wirklich nur kleine Botschafter der Realität, wie sie vorzugeben scheinen, Aktualitätshinweise? Oder verhält es sich nicht vielmehr so, dass Konkretion und Explizitheit, die wir beispielsweise in Texten von Alexander Kluge immer wieder finden, ihren Reiz ja vor allem mit der unwahrscheinlichen Aufladung durch Fiktion, Phantasmen, Unwahrscheinlichen erhalten? Kluge geht oft an den Rand des Vorstellbaren, Unerwarteten, das ebenso plausibel aufkreuzt. Er schärft unsere Sinne also viel mehr für die Infragestellung der Versionen von Realität, die wir meist erhalten. Namensnennungen und Konkretion beinhalten allerdings auch eine ziemlich beachtenswerte Problematik, die des Kontextwissens. Sobald der historische Kontext verschwindet, verändert sich die Wirkung des Textes und der historische Kontext verändert sich ja ziemlich schnell. Und nicht nur der Rezeptionskontext kann auch gegenwärtig sehr unterschiedlich ausfallen. Denn eine der großen Merkwürdigkeiten bei der Wirkung eines auf dokumentarischem Material basierenden Textes hängt direkt mit diesem Rezeptionskontext zusammen. Das noch eben geführte und autorisierte Gespräch wird von dem Interviewpartner als unzulässig empfunden, wenn die Rezeption des Films oder Buchs anders läuft als erwartet. So erzählte mir Carmen Losmann, in dem Moment, als der Film eine sehr starke Resonanz erfuhr und als kritisch seinem Sujet gegenüber rezipiert wurde, änderte sich schlagartig die Meinung ihrer Protagonisten. Sie wurden wütend über die Filmemacherin. Die erste Frage, die sich mir stellt, ist, warum haben Sie das nicht gemerkt, dass es sich um einen kritischen Film handelt? Anscheinend ist Kritik heute mehr und mehr Rezeptionskontext abhängig, was eine ziemlich schlechte Botschaft für die Literatur und den Film wäre. Meine etwas naive Vorstellung ist ja dennoch die, dass Kritik in der Sache selbst liege. Eine andere Antwort auf meine Frage wäre die Unsicherheit spezifischer Gesprächspartner, Dinge richtig einzuordnen oder ihre Siegessicherheit. In der Literatur kenne ich die Entrüstung nur bei Schlüsselromanen und ein wenig aus meiner Angst, also kenne ich sie aus meiner Angst vor den Bürgerinitiativen, die mich zu meinem Fluglärmstück ermuntert haben und mir sogar ästhetische Vorschläge machten, wie das Theaterstück auszusehen habe. Der moralische Druck, dem Material gerecht zu werden, der in jeglicher Recherche sich erneut aufbaut, ist eine meiner ganz praktischen Hauptschwierigkeiten. Ich kann dem Material nämlich niemals gerecht werden. Beziehungsweise mein Schreiben ist ja eine Reaktion darauf, die nicht darin besteht, scheinbare Objektivismen zutage zu fördern.
An dieser gewünschten Gerechtigkeit dem Material gegenüber beißen sich in Frankfurt genügend Juristen die Zähne aus und finden auch keine alle und alles befriedende Lösung. Das ist der Kern des Konflikts. Und zum Schluss, ist das schon der Schluss? Nein, noch nicht ganz. Die Medien. Zitat, kennst du die Redewendung? Gestern waren wir im Fernsehen, was so viel bedeutet wie, wir waren an der ganz falschen Stelle. Wir sind in eine Art Wirkliches geraten, in eine Art von Gewinnzone, doch gehören wir der Verlustzone an, ins Out. Zitat Ende. Finde ich in Krieg und Welt. Sind meine Fluglärmopfer in die Verlustzone geratene ehemalige Gewinnzonenbewohner? Musste ich mich fragen. Es fühlt sich so an, merkwürdigerweise, obwohl sie sich im ständigen Innen der Medien befinden. Überhaupt, entdecke ich, befinden sich die meisten Menschen in einer größeren Konfliktsituation im Innen der Medien. Das Innen der Medien ist für alle gegeben, die sich politisch organisieren wollen. Doch obwohl es Fernsehreportagen und Diskussionsrunden en masse über sie gibt, bleibt da ein ganzer Haufen an Unsichtbarkeit, hinter dem sie immer wieder verschwinden. Kaum tauchen sie auf, senkt sich sozusagen gleichzeitig eine Tarnkappe über sie, was an ihrer merkwürdigen Position liegt. Als Wohlstandsbürger, die ebenfalls in ihrem sonstigen Leben an das Wohlstand durch Wachstum glauben, werden ihre Klagen Gespensterklagen, Gespensteräußerungen. Sie sind Lifestyle geworden. Die neuen Bürgerbewegungen, die es jetzt auch überall gibt, die protestierenden 60-Jährigen, die ihr Engagement für ihren Selbstentwurf brauchen. Sie haben ebenso ein Problem mit der Authentizität wie alle anderen. Auf der Textebene sollte dieses Problem eigentlich nicht auftauchen. Robert Fichte macht es ganz deutlich, eben in dieser Überbetonung des Inszenierungscharakters jeglicher gesellschaftlichen Äußerung, das lässt die Frage nach dem Authentischen obsolet erscheinen. Interessieren ja auch Gesten, Riten, Stilisierungen, das ist ja Identitätskonstruktionen. Insofern ist es klar, dass er sich jetzt nicht direkt daran, beziehungsweise hat er das automatisch zum Thema, ja? Also diese Frage, der muss sich dann nicht extra abarbeiten dran. Dem Inszenierungscharakter jeglicher medialen Übersetzung liegt bei ihm schon der Inszenierungscharakter jeglicher zwischenmenschlicher Äußerung zugrunde. Seine hybriden literarischen Konstruktionen funktionieren aufgrund der angenommenen Erzählhaltung eines forschenden und fragenden Jackies bzw. eines Alter Egos. Künstlichkeit und Verfremdung als aufklärerische Geste sind in einer Welt, in der die Medienformate sich alle möglichen Narrationsformate zu eigen gemacht haben und selbst mit Rahmendurchbrechungen dem Hin und Her zwischen dem authentisch und inszeniert spielen, ein Spiel, das weniger Aufklärungscharakter hat, als den Selbstwahrnehmungsgenuss des Zuschauers liefern soll, seiner Intelligenz schmeicheln soll. Es ist problematisch geworden, mit ironisch gebrochenen Texten, wie auch Bernd Stegemann in seiner Kritik des Theaters vor kurzem deutlich gemacht hat. 11. Literarisches Sprechen. Eine halbe Seite noch dann. Können wir endlich zum Gespräch finden. Mir scheint, in jedem Fall muss ich meinem Sprechen einen anderen Raum geben. Es reicht nicht, es bloß in eine fremde Grammatik rutschen zu lassen, wie manche vermuten. Es braucht eine räumliche, szenische Neuordnung. Das Sprechen der anderen braucht Zeit, um in mir nachzuklingen. Es braucht Raum, um zu verschwinden und wieder aufzutauchen. Und dann wird es vermutlich seltsam leise klingen oder verschroben, wie von einem anderen Stern. Vielleicht kann es überhaupt nur so gehört und wahrgenommen werden. Die Dinge, auf die ich stieß, die mich ebenso beherrschen, durchdringen und bestimmen, mich zu einer aktiv-passiven Mitmischerin machen, die Dinge, die ich also auch weiß, allerdings in einer anderen Form, die muss ich erinnern. Und wie es um Erinnerungen bestellt ist, ist bekannt. Sie können kaum durch den einen packenden Zugriff bewältigt werden. Es hat vielmehr mit einem prozesshaften Zaudern, Zurückzucken, Wiederholen, den Abstand suchen zu tun. Sie müssen ausgegraben, aktiviert werden, sie erscheinen in Träumen oder in plötzlich glasklaren Szenen. Sie machen einem Angst oder berühren einen. In diesem Fall handelt es sich um Erinnerungen an die Gegenwart, manchmal gar an die Zukunft. Sie beziehen sich glücklicherweise niemals auf einen abgeschlossenen Raum. So, das war heute eine lange Runde. Ich danke vielen Dank fürs Zuhören.